Entscheidung zwischen uns und den Israelis und den Empfehlungen nach Kliniken wohl zu zweit. Effe, Einstand für dich. Seit dem 1. März bist du ja sportlicher Leiter jetzt beim SV Spielberg. Wie hast du das Spiel heute erlebt und gesehen? Gut, ich denke, dass wir bis zur 30. Minute war das Spiel von unserer Seite absolut in Ordnung. Wir sind gut gestanden, haben relativ wenig zugelassen, haben selber auch eine Chance gehabt. Ab der 30. Minute hat man gemerkt, wie wir immer weiter zu unserem eigenen Tor, wie wir immer tiefer stehen mussten oder tiefer standen sind. Dann spätestens mit Beginn der zweiten Halbzeit mit der Großchance von Villinger hat man dann einfach auch gemerkt gehabt, dass Villinger immer mehr Oberwasser bekommt. Und schlussendlich muss man sagen, dass Villinger das Spiel absolut verdient gewonnen hat, aufgrund der zweiten Halbzeit. Ja, wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Glaubt man noch an den Aufstieg oder ist man schon mental in der Vorbereitung auf die Verbandsliga? Gut, Aufsteiger werden wir wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine Abstieg natürlich. Nee, es ist so, wir wären bis zum letzten Tag, bis solange es noch alles möglich ist, werden wir alles geben natürlich. Ich habe das auch bei meiner Vorstellung gesagt, sobald ich merke, dass einer nicht mehr mitzieht, sobald ich merke, dass einer nicht mehr dran glaubt, der braucht nicht mehr herkommen, weil es kommen jeden Spieltag Zuschauer mit, egal ob es auswärts ist, egal ob die Zuschauer hier zu Hause sind. Das ist einfach, muss für jeden Spieler, für jeden Verantwortlichen, für jeden, der mit im Kreis dieser Mannschaft ist, der Anspruch sein, bis zur letzten Möglichkeit wirklich alles dafür zu tun, um das scheinbar Unmögliche noch möglich zu machen. Also ich spreche nicht von Abstieg, ich spreche von beiden Situationen, was ja auch meine Aufgabe ist als sportlicher Leiter. Und wie gesagt, solange es noch möglich ist, werden wir alles dafür tun. Ja, meinst du, heute hat die Mannschaft diese Einstellung auf den Platz gebracht oder hat sie was vermissen lassen? Also ich denke, wie gesagt, die erste 30 Minuten war absolut in Ordnung. Auch danach hat man nicht gemerkt, dass jetzt irgendwie die Mannschaft nachlässt. Zweite Halbzeit, spätestens mit der roten Karte, hat man dann gemerkt gehabt, dass einfach da auch die Körner dann gefehlt haben, Villinger dagegen zu halten. Es war dann auch ein, zwei Situationen dabei, die man sicherlich besser lösen muss, in der man sich besser präsentieren muss. Aber ich möchte der Mannschaft nichts absprechen. Ja, was kannst du mehr über deine Aufgaben sagen? Das ist ja ein relatives Novum. Du hast jetzt die sportliche Leitung vom Tobias Winter quasi übernommen. Aber die Rollen werden sich jetzt verändern. Was kannst du zu den Veränderungen sagen? Denn es wird mehr auf dich zukommen, was das Administrative angeht. Gut, meine Aufgabe besteht darin, den Kader für die kommende Saison zu planen, die Spielergespräche zu führen, die Vertragsgespräche zu führen, abzustimmen mit dem Kassier, Dinge abzusprechen, mit dem Verein Dinge abzusprechen, so wie du es schon gesagt hast, das Administrative eben, gepaart mit der Kommunikation mit dem Trainer. Ich meine, dadurch, dass ich selber jetzt die letzten 8 Jahre Spielertrainer in Langensteinbach war, die Trainerlizenz alle absolviert habe, bilde ich mir ein, dass ich da auch sicherlich ein guter Ansprechpartner sein werde, um einfach, dass wir uns austauschen, dass wir auf die nächste Saison gesehen eine gute Mannschaft stellen. Was hat dich daran gereizt oder dich dazu bewogen, das Amt jetzt zu übernehmen? Es ist so, dass ich 5,5 Jahre hier als Spieler erlebt habe, eine sehr schöne Zeit hier erlebt habe, war dann anschließend, wie ich eben schon sagte, in Langensteinbach, habe aber nie den Draht zur Mannschaft bzw. zum Verein verloren, bin seitdem auch Mitglied, das heißt jetzt 15 Jahre insgesamt. Es ist so, natürlich ist es eine andere Aufgabe, wie man die jetzt als Trainer beispielsweise vor sich hat, aber es ist eine sehr reizvolle Aufgabe. Wenn man jetzt sieht, natürlich, dass nicht nur das Training, sondern eben auch dieses Administrative wieder ein ganz anderer Bereich ist. Und diese Aufgabe möchte ich einfach angehen mit vollem Elan, mit voller Motivation, um so dem Verein zu helfen, um so einfach auch wieder in ein gutes Fahrwasser zu kommen und positive Stimmung zu erzeugen. Was denkst du, wird sich mit dir ändern? Ich meine, aufgrund der Tatsache, dass du einfach deine Arbeit so erledigst, wie du es eben machst, ohne das als Kritik an den anderen zu verstehen. Also Kritik ist eh nicht die Stelle, um Kritik zu üben. Ich denke, was hier in den letzten 12 Jahren gelaufen ist und auf Federführung von Bernd Stadler, der sucht seinesgleichen. Es geht auch gar nicht darum, um irgendwelche Fußstapfen zu treten, sondern es geht darum, dass ich meinen eigenen Weg, so wie ich ihn für richtig halte, auf den Weg bringe. Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass meine Vision, so wie ich sie mir vorstelle, bestmöglich umzusetzen, gepaart mit der Mannschaft, mit dem Trainer, mit dem Verein, so dass alle an einem Strang ziehen, dass ich alle unterstütze. Ich denke, das ist das, was Spielberg jahrelang so erfolgreich gemacht hat.
So, Abschlussfrage, wie sieht es jetzt der nächste Weg aus und vor allem das Spiel jetzt gegen Germania Friedrichsthal, einen Konkurrenten im Abstiegskampf, nicht Aufstiegskampf, steht jetzt an, ein wichtiges Spiel? Ja, es geht einfach darum, Woche für Woche im Training die Grundlage zu schaffen für ein erfolgreiches Spiel am Wochenende. Natürlich nächstes Wochenende gegen Friedrichsthal. Ich weiß es noch nicht, die aktuellen Ergebnisse vom heutigen Spieltag. Es wird sicherlich so sein, dass wir gegen die Tabelle Nachbarn spielen werden und alles tun werden, um dieses Spiel zu gewinnen. Effe, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Vielen Dank, sehr gerne.